Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich war mal wieder ein bisschen fleißig. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe hier einerseits uns mal ein kleines Lagerhäuschen noch mit angelegt. Oder Lagerplatz eher gesagt, das Häuschen stand ja schon. Es ist dieselbe Sortierung, wie wir es auch drüben in der alten Basis haben. Ich denke, so prägt sich das besser und schneller ein und man muss nicht überall neu suchen. Und wir haben hier noch 3 Reihen mehr. Einmal Edelholz, Kannholz und die Tränke, also da sind die ganzen Metmischungen und sowas gemeint. Und Kohle habe ich auch noch eine Kiste angelegt. Bei den anderen müssen wir mal gucken, was anfällt und was nicht. Außerdem habe ich hier uns einen kleinen Schutzwall gebaut. Der ist erstmal nur provisorisch, weil geplant ist eigentlich noch eine viel größere Base. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf nochmal so einen Überfall von den sumpfigen Leuten. Deswegen erstmal hier provisorisch das Ganze drumherum gesetzt und ein bisschen Holz habe ich noch gesammelt. Ja, und ansonsten so das Übliche. Ein paar Bären gesammelt, unsere Schweinchen gefüttert, etwas Kohle hergestellt und halt so die alltäglichen Sachen, die man hier machen muss. Wir müssen mal gucken, inwiefern das schlimm ist, dass das hier so nah dran ist. Ich habe schon ein bisschen was von dem Stein weggekloppt. Es ist an sich ganz cool, weil wir können einfach drüber springen. Die einzige Befürchtung, die ich ein bisschen habe, ist, dass die Gegner dann hier durchs Wasser kommen. Ja, einmal drumherum laufen. Müssen wir mal sehen, wenn der erste Angriff kommt. Ja, denn wie sollte es auch anders sein? Ich war in der alten Base und auf einmal kam ein sumpfiger Geruch auf oder ein fauliger Geruch von Sumpf oder was auch immer da in dem Moment dasteht. Und wir wurden schon wieder überfallen und ganz ehrlich, das war die doppelte Menge an Gegnern, als die wir hatten oder welche wir hatten, als sie uns hier angegriffen haben. Ich hatte Glück, ich musste 2 Skelette und 2 von diesen Trauger-Typen oder wie auch immer man die nennt, bloß umbringen. Dann ist der Rest Gott sei Dank gegangen. Aber schön war es trotzdem nicht. Ich hatte natürlich die ganzen Tore offen. Wir haben ja auch noch nicht überall zu in der alten Basis. Naja, war alles echt ungeil. Da habe ich mich schnell hier rüber teleportiert, habe mir ein paar Würstchen geschnappt und bin wieder zurück. Ja, aber wir haben es zum Glück geschafft und Gott sei Dank machen die auch nicht so viel Schaden an den Gebäuden. Die haben ja bloß eine Werkbank und ich glaube noch irgendwas Kleines noch weggerissen, aber es war kein größerer Schaden. Wir haben eine ganze Menge vor hier in dieser Folge. Einerseits möchte ich jetzt endlich mal eine Schmiede hier haben. Ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, dass ich die Gegenstände dafür im Inventar habe. Ist das so richtig rum? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir setzen die einfach hier rein, da haben wir da drüben Werkbankstufe 3 und hier die Schmiede. Weil ganz ehrlich, das hat extremst angenervt, dass wir unsere Axt nicht reparieren konnten. Und den Flug halt auch, haben wir zwar jetzt nicht so viel gebraucht, aber die Axt, das war schon echt nervig jedes Mal, wieder erstmal zur alten Basis zu müssen. Was ich ganz gerne machen würde, wäre so einen kleinen Jägerstand, Ausguck, wie auch immer man es schimpfen mag, hier so dran, dass wir relativ weit oben stehen und bei einem Angriff schon mal mit Pfeilen auf die Gegner vor den Mauern schießen können. Ich habe mir noch nicht groß Gedanken gemacht, wie wir das hier am schönsten anstellen. Ich würde halt denken, wir haben hier so eine Leiter. Weiß nicht, machen wir die von der Seite? Ist, glaube ich, ein bisschen schöner, da nimmt es uns nicht ganz so viel Platz weg. Ich sag mal so. Die andere hier ran. Und können wir das hier an die Ecke dran ballern? Sollte funktionieren, ne? Ja, ist okay. Und dann einmal so. Das soll jetzt nicht unbedingt schön werden. Hauptsache, es funktioniert. Würde ich hier ganz gerne das vielleicht so dran. Unten nochmal wieder 4 Balken unten hin. Ja, achso, die. Jetzt liegen die natürlich viel mittiger als die anderen. Mist, war nicht so schön. Entschuldigung. Wahrscheinlich dann eher hier so dran, obwohl das eigentlich bautechnisch nicht unbedingt korrekt ist, aber ich weiß nicht, warum der die Platte da nicht richtig dran gesetzt hat. Oder wir machen die doch hier noch wieder außenrum. Ich glaube eher so. Dann rasten die zumindest auch ein. Und wir wissen, dass es definitiv
gerade wird. Und den noch weg. So ist das erstmal in Ordnung. Und dann müssen wir mal schauen. Eigentlich dann ganz gerne vielleicht... einfach nur so, dass wir halt hier stehen können und wenn die angreifen, dass wir zumindest schon mal hier den Bereich abgedeckt haben und eventuell das gleiche nochmal hier drüben. Hübsch ist es jetzt nicht. Das ist aber normal. Soll es ja auch nicht sein. Wir könnten mal überlegen, eventuell passt ja... passt das Kreuz hier noch rein? Nee, ne? Oh, doch. Ich glaube, wir müssten oben mal noch einen Querbalken legen. Dazwischen noch einen. Die Ecken gucken ein bisschen komisch oben raus, aber sieht zumindest schon mal nach ein bisschen mehr aus als vorher. Huch, was habe ich denn gemacht? Ist ja auch nur provisorisch. Werden wir früher oder später auch wieder wegreißen. Ich hatte auch überlegt, wir haben ja auch mittlerweile schon die Steinmetz-Funktion, also wir haben es noch nicht gebaut, aber wir könnten. Man hätte natürlich auch eine Steinmauer errichten können. Die wird definitiv mehr aushalten, aber einerseits ist das halt wirklich erstmal nur provisorisch. Und außerdem kostet das wahrscheinlich auch extremst viel Stein. Der größere Plan hinter der Geschichte ist eigentlich früher oder später mal einen kompletten Graben, um unsere Basis zu ziehen. Wo dann das Wasser drin läuft. Wir haben ja das Glück, dass wir am Wasser sind. Das heißt, wenn wir hier alles drumherum wegklopfen, müsste das Wasser ja nachfließen. Halt nur die Frage, wie tief wir den Graben kriegen, bis wir unten sind. Denk mal, gegen Trolle wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber gegen alle anderen Gegner müsste das ja eigentlich schon mal ein kleines bisschen... eine Abwehr bieten. So, kriegen wir das jetzt hier rein, ohne dass... ja. Und dort noch hin. Dann den gleichen Spaß hier nochmal. War das richtig? Ja. Da unten hin. Das war nicht richtig. Kann sein, dass wir erst nochmal die Treppe wegmachen müssen. So. Und so. Und hier noch ein Querbalken rein. Wenn das Spiel uns denn lässt. Und so, dann machen wir hier wieder die Treppe dran. Na, ach, man reißt immer das Falsche weg. Ich sehe schon, dass ich irgendwann mal im Haus aus Versehen was Falsches wegreiße und dadurch die ganze Statik im Arsch ist. Dass das halbe Haus einstürzt. So, dann haben wir es doch. Ist doch ganz okay. Klar, ist jetzt nicht mega schick. Aber es erfüllt seinen Zweck und es sieht auch nicht aus wie hingekackt. Das ist in Ordnung. Und mal noch überlegen, ob wir hier vielleicht noch das ein bisschen stabiler aussieht. Vielleicht irgendwie so. Ja, wir lassen das erstmal so. Und das gleiche basteln wir uns nochmal hier drüben hin. Jetzt die Frage, wo? An sich decken wir ja von dort auch bis hier ab. Das heißt, das würde ich hier vielleicht ein bisschen weiter runtersetzen. Eventuell gleich hier. Ah, boah, hier sind wir ganz schön tief. Vielleicht setzen wir es hier hin. Ich bastel mal ganz schnell die Holzstapel ein Stück weiter rüber. So, und dann mal das noch weg. Und so. Und dann könnten wir ja überlegen, dass wir den ganzen Spaß jetzt hier nochmal machen. Wir haben mit der Treppe seitlich angefangen. Ich weiß nicht, wie weit wir weg waren. Aber ich glaube ungefähr so vom Zaun. Moment, das ist jetzt wieder falsch, weil jetzt macht er die wieder da dran. Ich wollte das Ganze ja so haben, dass das hier an den Ecken sitzt. Genau. Und zack.
Ja, nur ganz schnell. Aber ich denke, das ist doch schon Gold wert. Wenn hier ein Angriff kommt und wir können hier oben stehen und erstmal schön Pfeile wegballern. Bitte raste ein, sonst raste ich. Danke. So. Wir brauchen Holz. Ja, dann fühlt man sich doch gleich schon mal eine Nummer sicherer. Da bin ich ganz froh drüber. Wir müssen dann auch unbedingt bei der alten Basis die Tore noch zumachen, beziehungsweise erstmal Tore bauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, die Sumpfangriffe kommen, weil wir hier gleich in der Nähe vom Sumpf sind, aber das war dann wohl falsch gedacht. Mist, jetzt habe ich die untere nicht gebaut. Ich überlege, ob es mir generell so besser gefällt. Das ist schöner als so. So sieht es halt irgendwie ganz schön globig aus. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. Wir reißen die hier unten wieder raus. Dann sieht das wirklich unten mehr so nach Standfuß aus und oben ein bisschen hübscher. Ich glaube, das ist... Ja, das ist okay. Gib mir das Holz wieder. Und ich glaube, das kann auch wieder weg. So reicht das vollkommen. Vielleicht machen wir das später nochmal hübsch, aber wird ja so oder so in einer der nächsten 1 Million Folgen wieder weggerissen. Gut, dann muss hier bloß noch die Holztreppe dran. Komm schon. So. Und dann haben wir auch hier einen kleinen Ausguck. Und haben doch eigentlich so gut wie hier drüben und hier alles abgedeckt. Das freut mich sehr. Dann haben wir das. Als nächstes können wir uns nicht länger ausgeruht. Das ist nicht okay. Wir müssen uns nochmal kurz hinhauen. Ich freue mich sehr, wenn wir den Gemütlichkeitsskill noch 1-2 Level höher kriegen. Wenn der dann irgendwann mal auf 20 Minuten ist, dann können wir eigentlich jede Folge damit starten, dass ich mich mal kurz hinsetze und wir haben eine komplette Folge lang Ausgeruht-Skill. Muss da eh öfter mal dran denken. Ich habe das sehr oft vergessen, aber es macht halt auch viel aus. Deswegen, ich gebe mir Mühe, mich zu bessern. 15 Minuten. Ich freue mich auch, dass das hier mit dem Feuer und alles so gut klappt. Das bleibt an. Das ärgert uns nicht. Das ist definitiv eine schöne Nummer. Ja, was wollen wir noch machen? Ich würde mit euch ganz gerne hier noch ein kleines Möhrenfeld anlegen. Damit wir auch hier immer mal Karotten produzieren können. Überlege nur gerade noch wo. Vielleicht machen wir es hier einfach dazwischen. Würde nur diesmal eventuell ganz gerne das ein bisschen mit Balken verschönern, dass es auch aussieht wie ein kleines Beet. Ist das zu nah dran an dem hier? Ja, ich glaube schon. Nehmen wir hier wieder eins weg. Und machen hier runter. Sonst ist mir das zu nah. Vielleicht so. Muss jetzt erstmal nicht riesig werden. Ach, passt sogar perfekt mit der Werkbank. Sehr gut. Nee, der war verkehrt. Ich glaube, einen noch. Ja, perfekt. Jetzt ist die Überlegung, ob wir uns hier direkt noch so Längsbalken machen. Ich glaube, wir probieren das mal so. Dass wir dann halt wirklich Reihe für Reihe, dann brauchen wir nicht so dolle mehr auf die Abstände achten. Weil zu nah dürfen wir die ja auch nicht aneinander pflanzen. Sonst haben die nicht genug Platz und wachsen und gedeihen nicht. Irgendwie sieht das hier verkehrt aus. Irgendwas ist komisch, ne?
Nee, ich habe mich hier irgendwie verbaut. Entschuldigung, müssen wir nochmal eben schnell korrigieren. Ah, ging ja auch hinten gar nicht auf. Und so. Ach, ich freue mich erstmal, dass wir jetzt hier eine Schmiede haben. Wir brauchten für die Schmiede ja Metall. Und wir haben zwar in der alten Base Metall ohne Ende, aber wir können damit natürlich nicht teleportieren. Deswegen habe ich mir einmal die Mühe gemacht, von der alten Base bis hierher wieder zu laufen. Was echt keinen Spaß macht, wenn man sich eigentlich teleportieren kann. Aber so, sieht's doch schon ganz gut aus. Wir haben den Schutz. Wir haben so eine kleine, ja, so eine kleine Jägerhütte. Jägerstand. Wo wir runterschießen können. Wir haben endlich eine Schmiede hier und vor allem können wir jetzt auch Karottensamen oder Karotten anpflanzen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Wo haben wir die Samen? Hier sind sie. Wir haben noch 35 Stück davon. Weil ich habe mich auch dazu entschieden, dass wir unsere Nahrung etwas umstellen werden. Wir leben einfach zu ungesund. Das kann so nicht weitergehen. Nee, Spaß, wir leben natürlich nicht ungesund. Aber jetzt kultivieren wir natürlich immer noch so ein Stück mit hier drüben. Aber das lässt sich nicht ganz umgehen. Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Denn wir müssen mal gucken. Ich würde halt demnächst ganz gerne schon so weit sein, dass wir zumindest eins von den schwierigeren Lebensmitteln dauerhaft in unserem Magen haben. Das heißt so Würstchen oder Karottensuppe. Eins von beiden. Die Sache ist, die Karottensuppe kostet halt nicht viel. Die kostet eine Karotte und mit Karotten können wir uns eh bald zuscheißen. Und davon können wir halt auch einfach unendlich produzieren. Das heißt, das wäre schon cool und es kostet halt noch einen Pilz. Deswegen würde ich ganz gerne komplett drauf verzichten, Pilze so normal zu essen. Sondern wir heben uns das auf für die Karottensuppe. Und die Würstchen, die kosten ja die Innereien. Das heißt, wir müssen öfter mal im Sumpfland ein paar Gegner killen und ansonsten noch ein rohes Fleisch. Das kriegen wir auch mit unserer Schweinezucht hin, beziehungsweise laufen uns eh so viele Schweine und Hirsche entgegen in den Wäldern. Das heißt, die beiden Sachen hätte ich halt eigentlich gerne, dass wir zumindest immer eins von beiden, Würstchen oder Karottensuppe, dass wir eins von beiden verzehren, weil das bringt einfach auch eine Menge Ausdauer. Die Himbeeren würde ich ganz gerne nehmen, um die Schweine damit zu füttern. Ich habe nämlich auch nochmal gegoogelt, aber wir können leider keine Pilze züchten oder Himbeeren. Das geht noch nicht. Keine Ahnung, ob es noch kommen wird. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten müssen wir die halt mühselig suchen. Deswegen würde ich die Himbeeren, die finden wir am meisten, für die Schweine benutzen. Pilze aufheben. Für die Möhrchensuppe. Und deswegen bleibt uns halt eigentlich nur übrig, dass wir normales Fleisch und Nixenfleisch essen und dann einfach mit Honig noch auffüllen. Honig brauchen wir zwar auch für die ganzen Metgetränke, aber sag mal, Honig produzieren wir halt auch genug und vor allem unendlich ohne große Mühe. Wir haben ein Beet und deswegen würde ich das ganz gerne so handhaben. Mal gucken, ob es so klappt, aber wäre schon cool. Das sieht doch ganz schick aus. Dann füllt sich hier der leere Raum auch etwas. Und das passt doch sehr, sehr gut. Was ich jetzt noch mit euch machen möchte, wir werden es bloß in der Folge nicht mehr komplett schaffen. Aber es wird eigentlich mal Zeit. Achso, habe ich noch vergessen. Portal steht jetzt hier. Ich habe auch die kleine Hütte hier drüben weggerissen. Weil sonst hätte ich den Zaun nochmal. Das stand ja hier oben auf dem Berg. Da hätte ich noch viel mehr abreißen müssen. Und gebraucht haben wir die eh nicht mehr. Deswegen steht das Portal jetzt noch hier drin. Hier oben hat sich eigentlich nichts verändert. Nicht, dass ich wüsste. Jo. Ich würde mit euch mal ganz gerne noch einen richtigen Treppenaufgang hier reinbauen. Ich bin mir bloß noch nicht ganz sicher, wo. Eventuell hier drüben. Hier haben wir nicht mehr so viel Platz. Also hier halt mit der richtigen Treppe. Man müsste halt bloß mal gucken, ob wir es schaffen, die um Eck zu bauen. Man könnte ja rein theoretisch so machen. Dann das. So, dann haben wir den Querbalken im Weg. Nee, das ist doof.
Moment, Kommando zurück. Dann starten wir eventuell eher von hier drüben. Wir diesen machen. Nee, eins zurück. Diesen, dann diesen. Das Ding hier hin. Hier hin. Dann kommen wir auch wieder an den Balken. Ne? Wenn wir jetzt so machen, wir dann hier hochlaufen. Mich das mal kurz wegreißen. Ich hoffe, hier stand nichts. Oh, es könnte eigentlich klappen. Nein. Ah, wir brauchen zwei davon, ne? Ah, dann ist der Querbalken halt... Jetzt haben wir ihn eben mit weggerissen. Nee, haben wir nicht. Ah, dann müssten wir den wegmachen und dann stimmt die ganze Symmetrie wieder nicht. Naja, wir machen erstmal ein Folgenende. Ich überlege mir das noch und dann geht's morgen 19 Uhr weiter. Bis dahin, macht's gut.